Am Donnerstagnachmittag um 15.15 Uhr ereignete sich auf der Straße zwischen Homberg und Lengemannsau ein Unfall. Ein 33-Jähriger aus Remsfeld war mit seinem Wagen in Richtung Homberg unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve fuhr er zu schnell, sodass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Trotz einer Vollbremsung geriet es auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen das Auto eines 46-jährigen Melsungers. Der Remsfelder wurde mit einer Platzwunde am Kopf ins Krankenhaus eingeliefert. Die Verletzungen des Melsungers waren so schwer, dass er liegend in die Klinik Homberg gebracht wurde. Die Polizei schätzt den Schaden an den Autos auf insgesamt 11.000 Euro.